habe sie als Kind nicht gelesen, nein, aber man kennt sie. Und es ist natürlich ein Begriff. Aber ich war so wahnsinnig beschäftigt, Märchen zu lesen. Alle rauf und runter. Und Fünf Freunde hatte ich in der Tat nicht gelesen, aber hatte Filmausschnitte. Und es gibt so bestimmte Dinge, die kennt man einfach, ja. Und dazu gehört Fünf Freunde. Und die faszinieren auch, warum auch immer, aber sie faszinieren einen. Und, aber ich kenne so ringsum in meinem Bekanntenkreis oder wen man auch fragt, also da haben eigentlich alle mit ihren Kindern oder sie als Kinder Fünf Freunde gelesen, gesehen, ja. Ich war mit Märchen beschäftigt. Ich habe die Frauen zur Prinzessin gemacht. Also muss man ja gucken, was will Prinzessin, ja? Und die bösen Stiefmütter und Stiefschwestern, und das muss man ja alles wissen, ja. Das war sehr schön. Für mich ist es gar nicht so, das ist jetzt ein großer Film. Es gibt keine kleine Filme, keine kleinen Rollen. Es gibt nur, wie man so schön sagt, kleine Schauspieler. Ja. Für mich ist es gar nicht so, ob das nun ein Kinofilm oder ein Fernsehfilm ist oder eine Doku. Ich mache meinen Job professionell und gehe da auch grundsätzlich an neue Dinge immer sehr mit sehr viel Begeisterung ran. Ich bin keiner, der jetzt da Manschetten hat oder sagt, oh mein Gott, jetzt sind Kinofilme. Ich habe mir nichts zu verlieren. Ich meine, ich bin erstens kein Schauspieler. Ich habe das gespielt, was ich gerne kann. Einen exzentrischen Mr. Harold Blinks. Der ist mir nicht so weit entfernt. Und im Grunde habe ich mich selber gespielt. Und das war ja auch gewollt. Und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist natürlich ein Riesenaufwand, so ein Film. Und es war auch ganz, ganz bezaubernd, da die Darsteller alle sehr hinreißend sind und auch alle Fans von mir waren, wie sie herausgestellt hat. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es sind ja immer die Dinge, die neu sind, die anders sind, die einen faszinieren und die auch einen begeistern. Und insofern, ja, war das eine sehr schöne Erfahrung. Dieser Mr. Harold Blinks ist der reichste Mann Kairos und offensichtlich ein Exzentriker. Ich meine, wer holt sich schon eine Mumie und findet da ein Amulett und präsentiert es groß in Form einer Modenschau. Und dann ging einiges schief, dass man überspielen musste. Das kenne ich auch von Shows, ja, dass vielleicht andere Models geliefert wurden, als man bestellt hat. Und am Ende des Tages hatte er ja die Fäden in der Hand und die Gesellschaft tanze nach seiner Pfeife. Und ich habe in meinem Leben auch immer die Fäden in der Hand und ich bin jemand, der nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist. Also in dem Film habe ich dann, Mr. Blinks kam etwas aus der Fassung, Herr Klöckler kommt es eigentlich dann eher nicht, aber es war gewollt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war, und ich habe jetzt auch einige Damen und Herren, die bereits Vorankündigungen im Kino oder im Fernsehen gesehen haben oder Video und die völlig begeistert waren, auch über der doch sehr opulenten Darbietung, die Kostüme, die Farben, die Entführung nach Tausend und eine Nacht. Und ja, das fanden die schon alle sehr gut. Fand ich sehr schön, fand ich sehr, sehr passend und sehr schön. Und das, für das, dass es ja in Anführungsstrichen ein Kinderfilm ist, ist alles extrem professionell gemacht und man wird wirklich entführt. Das ist ja der Sinn der Sache. In eine andere Welt, in eine andere Kultur. Und das ist schon sehr spannend. Ich finde, das ist ein sehr spannender Film. Es ist ein schöner Film. Es ist ein Film, der gut tut, der insofern aus der Reihe tanzt, dass eigentlich gleich immer, dass nicht nur geschossen werden, Brutalitäten gezeigt werden, sondern eben auch etwas aus den Sicht von Jugendlichen. Kinder mögen die ja nicht hören, aber aus der Sichtweise von Jugendlichen. Und wenn wir uns alle etwas Kindhaftes im Leben
behalten konnten, dann ich konnte das, dann ist das sehr, sehr schön, denn man sollte die Welt mit Kinderaugen sehen oder in dem Fall mit jugendlichen Augen und sieht man ja auch noch besser, wenn man jung ist in der Regel. Und im Alter ist nicht nur der Blick trübe geworden, weil die Augen nicht mehr so gut sind, sondern weil man auch manches nicht mehr, ja, weil man manches nicht mehr so verurteilsfrei sieht. Ja, und weil ich mitspiele. Ich meine, wenn das nicht Grund genug ist, ja,